Einladung. Ihr sucht das Grundgesetz, das finde ich gut. Und habt ihr es auch schon mal irgendwo gefunden? Falle, nicht nur im Buch, sondern in der Wirklichkeit? Ja? Ja? Schon mal gefunden? Ich helfe euch, wo ihr das finden könnt. Nämlich Grundgesetz, habt ihr alle schon gelesen, Artikel 14, Absatz 1. Was steht da? Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Also, das habe ich überall in Deutschland gefunden. Ne, wenn ein Unternehmer seinen minderjährigen Töchterchen die Hälfte seines Unternehmens vorerblich überlässt, dann ist das Erbrecht gewährleistet. Und das leistungslose Arbeits-, nicht Arbeit erfordernde sich bereichern ist gewährleistet. Erbrecht. Artikel 14. Ne? Also da könnt ihr überall in Deutschland die Umsetzung des Grundgesetzes finden. Ne? Ihr müsst nur hingucken. Ja, aber Artikel 14 Absatz 2 geht weiter. Da heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Habt ihr das auch schon gefunden? Ja? Wo? Wo? Na gut, ich will es mal verdeutlichen, wie das zugeht mit dem Eigentum und dem Allgemeinwohl. Während der Pandemie jetzt in Deutschland. Ihr habt es sicher gelesen, die deutsche abgestürzte insolvente Fluggesellschaft Lufthansa wird vom Staat mit 9 Milliarden Euro gerettet. Der Staat steigt mit 9 Milliarden Steuergeld in die Lufthansa AG ein, und zwar für 3 Jahre erstmal. Ja, aber was passiert da? Nach der Ankündigung der Rettung hat der Chef, der Vorstandschef der Lufthansa, Herr Spohr, gesagt, ja, das ist gut, aber 22.000 der 138.000 Beschäftigten, also die müssen schon mal weg. Und ja, was jetzt noch von den 3 beteiligten Gewerkschaften, Cockpit, UFO, Verdi, erpresst worden ist, habt ihr vielleicht auch gelesen, möglichst viele von denen, die jetzt noch übrig bleiben, müssen möglichst viel Teilzeit machen. Und sie müssen Urlaub nehmen, der nicht bezahlt wird. Und dann gibt es noch große Verzichte bis 45% auf die Pensionsansprüche. Ja, ne? Also für gut 100.000 Beschäftigte oder noch Beschäftigte wird mit Hilfe der 9 Milliarden Euro die Belegschaft abgebaut und wer übrig bleibt, wird verarmt. Ja? Ja, dann machen wir jetzt mal, dann machen wir jetzt mal einen Vergleich. Für 2 Millionen Selbstständige hat der Staat Kurzzeithilfen, Überbrückungshilfen, für Nothilfen für die nächsten 3 Monate in der Höhe von 12 Milliarden, also ein vergleichbarer Vertrag, ausgeworfen. Das sind also für diese 2 Millionen selbstständige Kleinunternehmer
na, mit ungefähr, sagen wir mal, wir wissen es nicht genau, 5 Millionen Beschäftigten. Diese 5 Millionen Beschäftigten bekommen ein bisschen mehr wie die 138.000 der Lufthansa. Aber diese Sofort- und Nothilfen für die 5 Millionen, das sind ja viele Prekäre, das sind ja schon auch viele dabei, die vorhin erwähnt worden sind, Kellner und so weiter. Für die muss aber nach 3 Monaten, wo ja bekanntlich die Corona-Krise vorbei ist, da muss dann von diesen 2 Millionen Selbstständigen und Kleinunternehmern, die diese Hilfen zwischen 2.000 und 15.000 Euro bekommen haben, die müssen dann als Betriebskosten genau abgerechnet werden. Und was nicht gebraucht worden ist an Betriebskosten, ist ja wahrscheinlich nicht viel, wenn der Betrieb nicht läuft, ne? Das muss dann zurückgezahlt werden. Ja? Ihr seht den Unterschied. Zwischen den 9 Milliarden für die 138.000, die auch nicht auf dem Stand bleiben, und die 12 Milliarden für die 5 Millionen, denen nur kurzfristig eine Überbrückung gewährt wird, die aber dann auch möglicherweise teilweise zurückgezahlt wird. Ja, dann fragen wir doch mal, wem wird jetzt bei der Lufthansa-Rettung wirklich geholfen? Ne? Und da kommen wir zurück auf Artikel 14 Grundgesetz, das Eigentum wird gewährleistet. Ja, in wessen Eigentum ist die Lufthansa, wisst ihr das? Es ist nämlich, ne, was passiert in der Corona-Pandemie. Die Lufthansa hatte bisher verschiedene Aktionäre und so. Und präzise ab 3. März haben ganz neue Spekulanten, sage ich mal, Lufthansa-Aktien aufgekauft. Und zwar immer mehr, je mehr die Lufthansa sich der Insolvenz genähert hat. Wurde die Lufthansa noch insolventer oder wurde gar nicht mehr geflogen und die Spekulanten haben immer mehr Lufthansa-Aktien gekauft. Ja? Versteht ihr das? Ja? Ein Unternehmen stürzt ab. Die Aktienwerte stürzen ab. Und sogenannte Investoren kaufen immer mehr die Lufthansa-Aktien. Ja. Und jetzt frage ich mal, wer ist auf diesem Wege seit dem 3. März 2020 jetzt der Hauptaktionär geworden? Wie heißt er? Ihr wisst gar nicht, wem eure Steuergelder in den Rachen geschoben werden. Wisst ihr gar nicht? Wollt ihr gar nicht wissen, oder was? Ihr sucht doch das Grundgesetz, habe ich gehört. Okay, also, ich sag's euch. Ich meine, es ist ein Beruf, deswegen gucke ich da immer nach. Und ja, kann man eigentlich auch ganz billig lesen in den, im Handelsblatt und in diesen Unternehmerblättchen. Da steht das ja alles. Ja? Die verständigen sich ja untereinander. Wenn ihr Doofis euren Stadtanzeiger lest, ne, dann erfahrt ihr das nicht. Oder wenn ihr die WDR-Blödsendungen hört oder anguckt, dann erfahrt ihr das nicht. Also vorhin war ja schon mal der Vorschlag, abschalten, Stadtanzeiger abbestellen, Süddeutsche Zeitung abbestellen, Spiegel abbestellen. Ja, man, ihr kennt die Liste, ne? ihr wisst, was ihr jeweils machen müsst. Ne? Ja? Also, der in der Corona-Krise am kräftigsten zugekaufte neue Großaktionär, also der Hauptaktionär, er heißt, ihr kennt ihn nicht, aber ihr werdet sehen, das ist eine ziemliche Nummer, er heißt Heinz Hermann Thiele. Ja?
nach öffentlich bekanntem Privatvermögen ist er einer der allerreichsten Deutschen mit 13 Milliarden Euro. Ja? Und ja, dann frage ich, wer ist jetzt der zweitgrößte Aktionär geworden von der Lufthansa, der jetzt gerettet wird? Wie heißt der? Ich weiß es wieder nicht. Lesen wir den Stadtanzeiger, lesen wir den WDR, hört den WDR. Ja. Das ist die Folge. Ihr wisst nicht Bescheid. Also, der zweitgrößte Aktionär der Lufthansa, auch seit der Pandemie, kräftig zugegriffen, heißt Morgan Stanley. Eine Investmentbank der Wall Street aus den USA. Und wie heißt der drittgrößte Aktionär? Ich weiß es wieder nicht. Ne? Also, ja, es wird jetzt langweilig. Ja. Der drittgrößte Aktionär heißt BlackRock. Auch sowas da von New York. Und dann gibt es noch ein paar, so ein halbes Dutzend, die sich auch mit der Pandemie eingekauft haben, deren Namen sind aber bisher nicht bekannt. Ja. Ja. Jetzt war es ja so, die Bundesregierung hatte diesen 9 Milliarden Rettungsplan bekannt gegeben. Und da hat sich der Thiele, der hatte bis dahin nur 10%, da hat er gesagt, oh, jetzt wird es interessant, jetzt kaufe ich nochmal 5% dazu. Ne, denn er wusste, was sein Staat machen würde. Wenn er jetzt so viel Aktien hat, dann wusste er, der Staat rettet mich. Ja. Und, aber, ne, weil er ja einer der reichsten Deutschen ist, der sich viel leisten kann, hat er dann rumgemosert und hat gesagt, also ja, das ist ja schön, wenn die Bundesregierung mit 9 Milliarden uns jetzt rettet, aber die wollen auch noch 20% der Aktien sich damit erkaufen. Die wollen zwar keine Sperrminorität, die wollen nicht mitsprechen, aber trotzdem ist eine Gefahr, wenn die 20% der Aktien haben, auch wenn sie gar nicht mitsprechen wollen. Na, und da hat er gesagt, also, ne, am 25. Juni, jetzt vor zwei Tagen, da ist ja die Hauptversammlung der Aktionäre der Lufthansa. Da wird ja beschlossen, nehmen wir, also da wurde beschlossen oder sollte beschlossen werden, nehmen wir das Rettungspaket der Bundesregierung an. Und da hat der reiche Herr Thiele gesagt, also der Staat hat so viel Einfluss. Ich weiß nicht, ob ich dieser Rettung zustimme. Na, und da hat dann die Frau Merkel und der Finanzminister Scholz und der Wirtschaftsminister Altmaier und der Vorstand der Lufthansa, die haben bis vorgestern gebibbert, was sagt der Herr Thiele und seine anderen neuen Aktionäre bei der Hauptversammlung. Stimmen sie der Rettung zu oder nicht? Da haben die gebibbert. Und der Thiele hat gesagt, ich weiß es noch nicht, was ich mache. Ne, und da war jetzt vorgestern, am 25. am Donnerstag, war jetzt dann die außerordentliche Hauptversammlung, die beschließen sollte, nehmen wir das Rettungspaket gütigerweise an oder nicht? Ja. Und, ne, und dann ist es so, wie das heute so ist, da waren da nur, ne, das war ja zudem eine virtuelle Corona-Hauptversammlung. Ne? Da saßen so 10 Hanseln rum, schön weit, Social Distancing, ne? Jeder hatte so ein Knöpfchen vor sich, er durfte da drauf drücken, digital zustimmen. Und das waren nur 38% der Aktionäre, die da versammelt waren. Ein Drittel. Komischerweise, wir wissen es nicht, wie es kam, dass nicht alle Aktionäre da waren, aber irgendwie haben die das hingekriegt und dann waren sozusagen der reiche Herr Thiele und Morgan Stanley und BlackRock, die waren dann unter sich
Und die waren aber auch gar nicht mal persönlich da, sondern die hatten irgendwelche Krawattenträger dahin geschickt, Wirtschaftsanwälte.